Go! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part oder einer neuen Aufnahmesession von Assassin's Creed Brotherhood. Ja, ich bin der Firestorm LP und ich begrüße euch recht herzlich zu Assassin's Creed Brotherhood. Ja, es ist eine Weile her, seitdem ich aufgenommen habe. Vielleicht nicht so eine Weile, lange Weile her. Nicht so eine Weile her, dass vielleicht ein neuer Part rausgekommen ist, das ist nicht, aber es ist von der Aufnahmesession, beziehungsweise von der letzten Aufnahmesession schon gefühltes Jahr her. Nein, das ist natürlich nicht. Aber jetzt, keine Ahnung, ja, geht's weiter und ich denke, hoffentlich gefällt's euch. Ja, und deswegen machen wir einfach weiter. Boah, ist es laut. Ist es laut? Ich guck gerade. Mal, nehme ich auf. Es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Ja. Und, ja. Warum sollte ich da nicht weitermachen? Und, ja. Frage ich jetzt nur, was ist los? Was geht? Ja, das ist die Frage. Was war beim letzten Mal? Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Ich weiß es gar nicht. Also wir haben, glaube ich, eine Sequenz beendet. Kann das sein? Das kann sein, denke ich. Und haben jetzt ganz viele Aufträge hier zu bewältigen. Ich würde bevorzugen. Wo sind wir denn hier? Ach, da. Wir sind hier. Ich würde sagen, wir machen die Christina-Mission erstmal. Ich denke, wir machen die Christina-Mission. Und dann mal gucken, vielleicht mal ein paar Kurtisanen-Missionen. So, was so geht, was so geht. Nehmen wir hier einen Punkt. Ich kann mir ja gut zu der Stelle hinreisen. Ich denke, das ist gut. Ja, ich habe eine neue Aufnahmekarte. Ja. Nämlich die Elgato Game Capture HD habe ich mir gegönnt. Das war ganz cool, denn ich hatte bei diesem WM-Tippspiel von Elgato mitgemacht, hatte mich TheCrisinio87 heißt der Kanal, hatte ich ein Video gesehen, WM-Tippspiel, gefühlte 4 Wochen vor der WM, ich hatte keine Ahnung. Also ich habe schon vielleicht ein bisschen Ahnung von der von Fußball und so, vielleicht, mag sein, also das liegt nicht bei mir, ist jetzt zu entscheiden, ich habe jedenfalls meine eigene Meinung, aber ist ja auch egal, über WM will ich jetzt nicht reden. Und es gab ja dieses WM-Tippspiel und ich habe einfach mal die Vorrunde getippt. So wie ich denke, dass es kommt. Und wie es der Zufall so will, ich habe mich dann auch nicht mehr drum gekümmert. Ich habe dann einfach so sein gelassen, habe dann irgendwann, jetzt ein paar Wochen nach der WM, eine E-Mail bekommen. Eine E-Mail bekommen von Elgato, 50 € Gutschein für die Elgato Game Capture HD. Habe ich gesagt, okay, dann löse ich den ein und hole mir eine Elgato. Ja, es war auf jeden Fall sehr krass und sehr geil. Und ich habe da jetzt auch ein Testvideo mal aufgenommen. Geht 30 Minuten, bisschen NBA 2K14 gespielt, ein Spiel gemacht mit MyPlayer-Modus. Weiß nicht, ob ich das so noch hochlade. Hab mal einfach ein Testvideo gemacht, wegen der Synchronität und so, klappt das und so, Let's Plays. Und es hat geklappt. Hab ich gesagt, nimmst du direkt am nächsten Tag Assassin's Creed Brotherhood auf. Und ja. Ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt die Christian-Mission hier. Los geht's. Würde ich mal so behaupten. Ja, folgen wir immer ihr. Ich krieg dich. Brauchst gar nicht so zu tun. Naja. Sonst gibt es noch so zu erzählen? Eigentlich nichts Besonderes.
denke, wir konzentrieren uns jetzt mal auf das Spiel. Ich weiß gar nicht, welche Mission das jetzt gerade ist. Ist ja auch egal. Ezio, was tust du hier? Ich kam gerade nach Florenz zurück. Schau dich an. So schön wie eh und je. Aber Ezio, es ist 2 Jahre her. Und ich habe nur an dich gedacht. Aber Ezio... Was ist denn? Ich bin verlobt und werde heiraten. Mein Vater drängte mich zu einer Entscheidung. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Ah! Es ist Manfredo! Er wird ihn umbringen! Wer? Ein Kerl, an den er Geld verlor. Er hat ihn zum Ende der neuen Brücke gezerrt. Wer zur Hölle ist Manfredo? Mein Verlobter. Oh, 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 da gibt's wohl Probleme. Trauzeuge, Christinas Verlobten Manfredo vor den Spielern retten. Boah, das kann ja nicht angehen, Alter. Oh, oh, schnell. Oh. Dann sollten wir mal loseilen. Boah, geht aus dem Weg hier. Und, oh, oh. Ich wollte euch das Geld heute geben, aber eine Zahlung kam zu spät. Komm her. Komm noch her. Grazie, Signore. Ihr wisst nicht, wie knapp. Oh, ey, wartet! Was tut ihr denn? Liebst du sie? Was? Ob du sie liebst? Christina! Die Frau, die du heiraten sollst. Ja, das tue ich. Ich schwöre es. Tötet mich jetzt und ich sterbe voller Liebe zu ihr. Du wirst nie wieder spielen, verstanden? Niemals, Signore. Du wirst ihr ein guter Ehemann sein. Oder ich spüre dich auf und bring dich um. Ihm geht's gut. Er wird dir ein guter Mann sein. Dafür habe ich gesorgt. Was? Ja, ja, Ezio, unser... Was auch immer, unser... Casablanca, whatever. Ich trinke mal wieder einen Schluck, tut mir leid. Im trockenen Hals in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe ja nicht viel Let's Plays gemacht. Aber ist ja auch egal. Ja. Gut, hätten wir die Christina-Mission jetzt auch vervollständigt. Ich denke, das war die dritte. Frage ist jetzt nur, was machen wir? Was machen wir? Wir können hier ein paar Templer-Agenten machen. Kurtisanaufträge können wir auch machen. Ich denke, die werde ich jetzt auch machen. Templer-Agenten sind mir so gut wie völlig egal. Muss ich ehrlicherweise sagen. Die sind mir. Also. Ich schäme mich einen Dreck um die. So. Ich habe sogar den ganzen Kalvarienberg auf 3 Tafeln von Gianni Pantaleoni. Wow, ich habe ein paar Orientierungsschwierigkeiten, aber egal. So. Ja, es ist traurig auch irgendwie.
dass Ezio nie seine Liebe gefunden hat oder seine richtige, vollkommene Liebe. Zumindest bisher. Also irgendwie, zumindest hat er, also Christina, die, seine momentane Liebe, sag ich jetzt mal, also beziehungsweise, ja, wie kann man das sagen? Es sind ja Christina Erinnerungen. Es sind ja vergangene Sachen, die schon passiert sind, und das war ja, hat man ja gerade gesehen, als Ezio, nachdem er von Mario gelernt hat, wieder zurück nach Florenz kam, um Francesco Di Pazzi zu töten. War ja das jetzt. Und, ja. Also Flashback sozusagen. Genau, wir machen jetzt jedenfalls mal die Kurtisan-Mission. Und, ja. Viel Spaß. Ezio, ihr habt die Spionin Giulietta aus dem Bordell entfernt, aber sie hört nicht auf, Geheimnisse auszuplaudern. Bei einem Freier, einem spanischen Gesandten. Und der verkauft sein Wissen an die Kirche. Giulietta fürchtet euch nun. Nutzt das. Schickt sie geradewegs in die Arme ihres Spaniers und tötet ihn. Panische Flucht, nicht spanische. Panische Flucht. Giulietta hat Angst einjagen, damit sie zu ihrem spanischen Botschafter läuft und dann den Botschafter eliminieren. Nur den Botschafter eliminieren. Ist die 100% Frage. Okay, dann gehen wir mal ihr Angst einjagen. Da ist sie ja schon, glaube ich. Giulietta, ich weiß von deinem Verrat. No, bitte, Ezio. Ich kann es erklären. Helft mir! Gut gemacht, gut gemacht. Wunderbar. Okay, wir haben ja... Wir haben hier Freunde. Zu Hilfe! Haltet ihn auf! Komm. Freunde. Oh, das ist der Botschafter. Werden, okay. Scheiße, hier ist er nicht. Ich sehe ihn. Oh, no. Warte. Sehr gut. Damit soll ich es geschafft haben. Bitte. Ich hatte keine Wahl. Verlass Rom und lass dich hier nie wieder blicken. Hier stapeln sich schon die Leichen. Nicht sie weg. Giulietta. Es ist hoffnungslos, povero diavolo. Trotzdem, lieber du als ich. Das ist natürlich eine mögliche Sichtweise, die natürlich jeder haben kann.